Wir haben hier das erste Mal am 18. November 2021 betoniert. Seitdem wurden 91 Blöcke betoniert mit durchschnittlich 220 Kubikmeter je Block. Das entspricht ungefähr 20.000 Kubikmeter Gesamthaft. Wir hatten 5 verschiedene Querschnittstypen. Wir hatten Kurvenradien zwischen 50 und 750 Metern und daher hatten wir insgesamt 8 Umbauten. Jetzt ist so quasi Halbzeit. Was erwartet uns in Halbzeit 2 im Tunnelbau? Also wir werden heute mal fertig betonieren. Morgen werden wir wie immer ausschalen, dann werden wir den Schallwagen wieder nach hinten fahren, werden wieder die Firstkappe abhängen. Danach werden wir den Schallwagen wieder zusammenfahren, damit wir hier auf die Betriebszentrale rausfahren können. Am Montag in der Früh kommt unser Autokran. Wir bringen einen Autokran mit ungefähr 110 Tonnen Sandballast her. Dann ist geplant, den Schallwagen, soweit es geht, nicht komplett wieder zu demontieren, sondern große Teile zu transportieren. Wir haben 11 Transporte mit Tieflader geplant, davon 2 Sondertransporte in der Nacht. Das Ziel ist auch drüben im Norden auf der Rampe 2 gleichzeitig einen Autokran aufzustellen, damit wir auch dort parallel wieder aufbauen können und ziemlich bald einmal, hoffentlich in den ersten beiden Augustwochen, wieder den nächsten Block zu betonieren. Dann warten wieder ungefähr 80 Blöcke auf uns. Wir haben dort wieder eine 16.000 Kubaturmenge Beton. Was dort speziell wird, sind extreme Kurvenradien. Wir haben dort aus- oder überwiegend Kurvenradien zwischen 50 und 75 Meter. Das bedeutet, wir werden drüben konische Ausgleichsringe auf den Schallwagen montieren und auf Lücke betonieren. Das bedeutet, wir werden jeden zweiten Block betonieren und dann wieder zurückgehen und den Nachläufer füllen. Auch ein großes Dankeschön an unsere Mannschaften aussprechen. Wir haben sehr, sehr erfahrene Foliere, einen sehr guten Bauführer, wir haben sehr motivierte Schichtbauleiter. Das ganze Team hier funktioniert sehr gut und natürlich hoffen wir auch, dass es weiter so geht.